haben hier nur dann Abwechslung, wenn der Hund ausreißt. Ich kann dir mal der Abwechslung geben, du Spacken. Ja, lauf mal da hinten zu der Kiste. Okay, der soll wohl extra einen Bogen machen. So, von hier komme ich ja, glaube ich, ne? Okay, man sieht aber, es gibt hier immer wirklich alternative Möglichkeiten mit dem Geist zum Beispiel hier auch noch hindurch und... Ha. Guck mal an, kleine Ratten, wer hätte es gedacht. Ach, hier wären wir wahrscheinlich auch noch mal lang gekommen mit dem Hund oder so. Möglicherweise. Sir. Rock hat die Anzahl verdoppelt. Toll. Muss mich also mit doppelt so vielen Idioten hier rumschlagen, ne? Sollte vielleicht mal übrigens auf die Karte gucken. Ich habe hier rum noch. Huch. Na toll, die hilft mir natürlich auch nicht weiter. Zeigt nur das an, was ich bisher hier so gesehen habe. Von daher ist mir die Karte keine große Hilfe. Ein Spalt. Spalt ist... Ach ja, komm, wir nehmen den Spalt. Vielleicht gibt es dahinter ja wieder irgendwas total ultra geheimes. Oder zumindest wieder so ein Teddybär. Ich will ja ein Teddybär. Sieht nach keinem Teddybär aus. Ein paar Pflanzen. Noch viel mehr Pflanzen. Türen, durch die wir niemals durchkommen als Geist. Ach je, ach je. Gut, ich glaube, ich gehe nochmal wieder zurück und versuche mal mit dem Soldaten weiterzukommen. Aha. Schweben. So. Ich bin ein ganz normaler Soldat. Ich bin einer von euch. Techniker. Aha. Zutritt verweigert. Ja. Jetzt haben wir die. Ich gehe erstmal zurück. Da war noch eine andere Tür. Ich möchte erstmal gucken, ob ich nicht vielleicht durch die durchkomme und da den Techniker kriege. Sieht nicht so aus. Techniker. Ja, ist ja gut. Wir wissen ja, wo wir den Techniker finden. So. Den lassen wir hier stehen. Techniker. Ist natürlich noch nicht erschrocken. Was noch nicht ist, kann sich ändern. Okay, ein Laptop, der mit den Hydrokulturen verbunden ist. Eine Tasse mit heißem Kaffee. So, mal schön unten links die Lebensanzeige im Auge behalten, aber die ist ja noch gut. Die Sicherung? Nicht mehr nützlich. Was sind denn das für Sicherungen? Mein lieber Scholli. Ja. Ah, ein Greifarm. Ach so, ich glaube, ich verstehe. Das heißt, wenn der mit den Hydrokulturen verbunden ist... Wollen wir mal erschrecken? Nee. Hat den jetzt nicht so gefoppt. Gucken wir nochmal, ob wir hier nicht so einen Greifarm kriegen. Roboterarme. Hahaha.
Ja, renn an deinen Laptop. Gucke nach, was falsch läuft. Ich warte. Erschreckt. Du dumm. Was ist das denn? Ah. What is wrong with this thing? Mein Virus. Wird Schreck. Na gut, für den Techniker bestimmt. Ha, und die Arme kommen näher. Das ist herrlich. Na, hast du Angst? Komm mal her, du. Okay, da liegt Bryson. Okay. Da hat er die kaputte Sicherung hingeworfen. Die Sicherung wichtig ist. Hey, kleines Mädchen. Ah, wird schon Angst vor diesem wahrscheinlichen Abenteuer. Muss ich ihn wirklich einholen? Manchmal, wenn sie große Angst vor etwas haben, gehen sie einfach nicht in dessen Nähe. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Ach so, ja, Tatsache. Die Frage ist nur, was meint jetzt das Mädchen? War da auf der anderen Seite bestimmt irgendwas, ja? Hey, ich kann Türen öffnen. So, sag mal hier, leuchtet so schön. Der Kiste ist alles in Ordnung. Sehr schön für die Kiste. Die Tür ist verschlossen. Moment mal. Die Tür ist verschlossen. Hier steht so eine Explosivkiste. Machen wir Bumm. Und dann gucken wir mal. Jawohl. Wo geht's jetzt hier hin? Hä? Wo zum Teufel? Ach! Wo auch immer ich bin. Upsala, komm jetzt her. Ich will den Teddy. Ein Geistsammelobjekt. Ach, das hier ist irgendwie wahrscheinlich. Eigentlich auch schon wie irgendeine Statue oder so, diese komischen Leuchtepunkten. Naja, ich weiß nicht. War geraten. So, weiter geht's. So, mit dem Ding war ja alles in Ordnung. Die Tür ist verschlossen. Oh, verdammt geiler Sicherungskasten, muss ich mal so als Elektriker sagen. Sieht schon echt knorke aus. Na. So viel zu dem Sicherungskasten, mit dem alles in Ordnung ist. Die Sicherung ist beschädigt. Ja, super. Und, lass mich raten, find eine neue. Cheater. Und der hat auch noch Angst vor diesem Roboterarm. Muss doch irgendwie. Ja, so ist Kacke. Wo zum Teufel nehme ich jetzt eine Sicherung her? Was haben wir hier? Sie scheinen eine Stromerzeugung in diesem. Ja, super. Ja, geil, ein Tank voll stinkender Flüssigkeit. Wie
Probieren wir einfach nochmal als Geist. Muss ja irgendeinen Trick geben. Die Sicherung hat ihre Aura, ist nicht mehr nützlich. Die sieht noch gut aus. Entschuldigung. Ja, gut. Ich bin eine Sicherung. Ich rolle durch die Gegend. Roll. Ey. Roll. Ach, scheiße. Ja, gut. Wird schon reichen. So. Ah, nimm wenigstens die... Nimm die Sicherung jetzt mit. Geht doch. So. Nochmal auf. Was ist das denn für eine Sicherungs... Ach Mann, ey. Geil. Geil. So. Ich werde jetzt nochmal... ganz kurz einen Schluck trinken. Ah, so. Danke für euer Verständnis. Vielleicht soll ich beim nächsten Mal keine Cola trinken. Das war's schon. Oh mein. So, hier, komm, Scanner. Hopp, hopp, hopp. Zutritt gewählt. Ja, ja. Jetzt bin ich übrigens schon wieder so ein verkackter Techniker ohne irgendeine Waffe in der Hand, ey. Das geht mir auch auf den Keks. Zoom, zoom. Hallo, ich bin der Techniker. Na, wer bist du? You had one job to do. You were ordered to lock down the containment wing and you failed. Now we have a rogue spirit to deal with. If this operation is jeopardized because of your incompetence, I'll use you to recalibrate that damn machine. Make yourself useful. Ensure nothing else happens to the reactor. Time to wake the rift, people. Watch the containment levels. I don't want anything getting loose for a change. Die wollen einen von meinen Kumpels da extrahieren oder was auch immer. Now. Catalyst lasers charging. Catalyst laser firing. Oha, das sieht ja aus. Strudel der Gezeiten. So, Ziele. Stoppe den Abspaltungsvorgang. Oh, welch Überraschung. So. Bedienfeld zur Überwachung. Die Steuerung ist manchmal echt hier der Hammer, ja. So, wer bist du? What do you want? Ich hänge fest. Klasse. What do you want? Danke. Tür ist verschlossen. Mal sagen, wir probieren es einfach mal hier als Geist in diese hübsche, in diesen Katalysator-Laser. Vergrößert ätherische Energie in unsere Welt fließt.
finde ich jetzt nicht so Bombe. Mal sagen, da ändern wir jetzt einfach mal irgendwas dran, ne, wa? Guck mal da. Hehe, bubum. Oh, noch was zum kaputt machen? Bam. Tja. Hat wohl jemand... Ha! Kanone falsch ausgerichtet, ha? Spastis. Komm schon. Die auch kaputt da. Ah. Der will mich wieder ausrichten. Aber wo richtet der mich denn bitte hin? Ist der nicht mal ganz dicht? Ahaha, der Strudel wird immer kleiner. Ich gewinne. Ah, halt still. Halt still. Ja. Ich hab's geschafft. Oder auch nicht. So habe ich das nicht geplant. Contact the reactor room. Tell them to run a full diagnostic and make sure the reactor is stable. If we lose it, we're looking at a permanent seal of the rip. Get that leak patched up and contact the medical wing. We're sending Bryson back until this mess gets cleared up. You got that? Yes, sir. Oh, der Mann kann Anweisungen geben. So. Der Auftrag wurde erfüllt. Sag ich ja. Ziel hinzugefügt. Na, wahrscheinlich Bryson retten, wa? What do you want? Wer bist du? Mach, dass du aus meinem Überwachungsraum rauskommst. Oh Mann, der weiß, dass ein Geist ausgebrochen ist. Wundert sich nicht, dass die Kanone verrückt spielt und dass ein Typen Techniker hier drin steht, der hier nichts zu suchen hat. Dann muss sowas ja passieren. Ich kann davon Besitz ergreifen. Zugriff. Ich kann auf irgendwelche Daten zugreifen. Eine leere Excel-Tabelle? Nicht spannend. Aha, undeutliche Bilder? Auch nicht spannend. Na gut, ich merke schon, da kommt nichts bei raus. Reaktorraum. So ein kaputter Reaktor, der hätte hier bestimmt Stil. Hallo, ich bin der Techniker. Sir. Die Selbstschussanlage repariert. Ja. Sir. Sie benimmt sich in letzter Zeit selbst. Wie kann sich eine Selbstschussanlage bitte seltsam benehmen? Also Jungs, mal ehrlich. Oh, wer bist du? Sir. Mhm,